So, wir machen die Steuer weiter. Meisterin, bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Yes, yes, yes. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht, aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem Ah, danke, eigenen stimmt, danke, Paradies. Dass du geändert hast. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Warte, ich ändere das komplett. Den Titel. Ich glaube, du musst auch AC Mirage machen als Dings. Als Game, damit das rauskommt, richtig? Warte, ich mach selber alles gut. Egal, egal, ich mach schon, ich mach. Ja, du musst Set Game AC Mirage machen, da würde es gehen. Guck jetzt. Ah, warte, was? Ich muss näher ran. Na egal, ich spiele die Mission jetzt einfach, egal. Die Commands, das ist alles schon normal, aber man muss halt manchmal genauer schreiben, was man meint, weil es gibt halt zu viele Spiele, die Mirage heißen vielleicht. Und dann weiß man das halt nicht jetzt, welches Mirage, weißt du? Dann macht das halt einfach irgendwas. Deswegen. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe alles jetzt gemacht. Ich glaube, du kannst auch ohne Commands ändern. Ich bin nicht sicher. Da gibt es so Mod-Ansicht, gibt es da so auf Twitch. Weil du bist ja Mod. Oh, vielleicht kann man das auch irgendwie so ändern, wie ich halt als Streamer das ändern kann. Oder wie du halt selbst, wenn du streamst. Aber ja. Jojo, haust da rein, du haust da rein. Ciao, ciao, ich streame jetzt auch hier in Ruhe meine Story und so. Willkommen in LK. Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. Okay. So, der Zug. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. So. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Okay. Aha, hier unten links ist auch was Neues gekommen. Okay, das ist also doch mehr als ich gedacht hatte. Boah, das ist interessant. Dann weiß ich gar nicht, ob ich das heute durchbekomme, das Game, aber egal.
Okay, wir machen dann das hier. Geh jetzt den Drohnen auf dem Basar nach. Sprich mit einem alten Freund. Da machen wir erstmal sprich mit einem alten Freund. Macht auch mehr Sinn mit der Story dann. Davor klaue ich noch hier so ein Artefakt. So. Da oben ist ein Fragment, das will ich auch noch kurz. So. Und jetzt gucke ich nochmal hier, was ich hier machen kann. Ich habe einen Punkt übrig. Nix. Ich kann hier nichts machen. Okay. Dann gehe ich jetzt zur Mission. Hä, wieso? Unnötig. Wieso nehme ich auf den zweiten, hä? Was habe ich denn Falsches jetzt gemacht? Ja, wenn er so will, komm. Wow. Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nische Schuh, ja? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. Okay. Nichts verstanden gerade, aber ist okay. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunnan hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher, nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Okay. Ah, ich bin Rauchbomben noch, stimmt. Stimmung, etwas Blut zu Nein, ah, ich bin ja doch Kettenattentat, sie kann ich ja machen. Vergessen. Egal. Hä, die Idioten haben da oben nichts. Der Idiot meine ich hat oben nichts gemerkt. Okay. Stabi. Gehe in Frieden. Sehr stark. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Es sind aber zwei, ne? Aber noch eine. Ich glaube, ich muss beide holen, aber ich bin mir nicht sicher. Meine Blätter! Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, komm! Stell sie hier hin.
Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El-Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El-Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ja, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand, oder? Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Okay, nice. Hey du, Kongs Freund. Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Komm näher. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong, umtriebig wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist. Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Sag mir, was du weißt. Folge der Straße und nimm die Brücke auf der rechten Seite. Am anderen Ufer siehst du das Lager zu deiner Linken. Das sollte ich finden. Danke. Okay, ich glaube, ich muss ja das gar nicht machen. Aber ich habe es trotzdem jetzt genommen, weil es natürlich ein Hinweis ist. Der ist ja natürlich sehr stark. So, dann kann ich schneller hier durch die Sachen. So. Dann machen wir das mal jetzt. Ich dachte ehrlich, ich müsste beide Kisten holen, aber irgendwie war das egal, ob ich die eine oder die andere nehme. Und dem Typen gebe, aber ja. Hä, aber das Auge heißt doch, dass ich erkannt werde. Aber warum werde ich denn nicht erkannt? Die haben mich doch jetzt schon hier ein paar Mal gesehen, auch vorbeirennen und laufen. Ich falle besser nicht auf. Egal, ich mach's trotzdem weg. Vielleicht ist es auch ein Bug. Weil ich glaube, gestern, als ich das Auge hatte, habt ihr auch nichts gerafft. Nur beim zweiten oder dritten. Okay. Okay, ist überall Zaun, wie es aussieht. Verdammt, ich muss fliehen. Moment. Hast du gehört, dass
Jawid Ärger hat? Vielleicht werde ich das. Er ist hinüber. Kein Zweifel. Muss ich kurz die Wurfmesser wiederholen überall. Das ist sehr, sehr stark, dass ich da dieses Perk habe. Um Level Up, weil jetzt kann ich die alle wiederholen. Jetzt wäre ich jetzt leer. So. Okay, hier sind überall sehr viele Truhen auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon rechts, ich glaube, ich loote erstmal die rechten Truhen hier. Also so stealth-mäßig zu spielen macht schon sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, mit dem Wurfmessern. Das ist so nice. Nein, ich wollte ihn komplett finishen. Okay, ich glaube, ich habe aber nicht alle Wurfmesser zurückbekommen. Weil der Typ ist ja nicht direkt One-Hit. Was? Egal. Ja, die Wurfmesser vom Boden kann ich leider nicht aufheben, nur wenn ich Gegner getroffen habe. Deswegen, weil der Gegner ja nicht direkt gestorben ist, der seine Typ. Wenn die nicht direkt sterben von einem Knife, dann muss ich, also dann sind die weg. Das ist ein bisschen schade, aber ja, hier haben wir sogar wieder ein Wurfmesser, nice. Wie viel habe ich jetzt? 2, okay. Die Dairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Ich gehe aus dem Discord raus. Ich bin jetzt noch im Discord drin. Das war gerade auch voll laut. Ah, ich wurde gemoved in den AFK-Room, ne? Ja gut, im AFK-Room kann ich sein. Ist nicht schlimm. Da kann eh niemand reden. Mal, habe ich jetzt einen Hinweis jetzt bekommen oder nicht? Ich hatte einen Hinweis bekommen, aber irgendwie hat das nicht richtig gezählt, oder? Ich habe doch gerade da diesen Zettel gelesen gehabt. Hier ist noch ein Zettel. Vor dem Typen. Okay. Ah, jetzt. Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Hey, was? Meine Güte. Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Ich
hier doch vorher gerade irgendwas gesehen, was auch so nach einem Hinweis aussah. Da oben ist noch eine Truhe. Wahrscheinlich, ja, okay, ist wieder so eine Tool-Truhe. Egal, ist auch nicht schlecht, weil ich brauche Wurfmesser sowieso. Und, Rauchbomben glaube ich auch noch, oder? Ne, Rauchbomben bin ich voll, okay. Da hinten, guck mal, da leuchtet doch irgendwas. Ah nein, das ist das. Das ist das von dem einen Typen, was man eigentlich ja klauen kann. Ist auch komisch, dass das angezeigt wird, obwohl der tot ist und man kann den nicht bestehlen. Aber ja. Ah, hier liegt was. Vor mir. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft. Und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Ey Mann, geht doch hier links hoch. Als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Ja, den braucht man nicht töten. Die da vorne auch nicht. Falls es überhaupt zwei Gegner sind, das Gegner. Ja, okay, ich dachte gerade, das wären nur so Figuren. Hätte jetzt keinen Sinn gemacht, aber das ist so komisch mit dem Adler gerade, aber wegen der Reichweite wahrscheinlich. Tötet den Hauptmann. Okay, ich muss jetzt jemanden töten. Das ist sehr, sehr nice. Da kommen wir auch schon mal dem ganzen Ziel näher. Komm, wir gehen mal ein bisschen über die Dächer. Ich benutze jetzt diesen Flaschenzug, ein bisschen Parcours machen. Weil so am Boden ist ein bisschen langweilig, oder nicht? War ein bisschen so Parcours. Ach man, ich wollte direkt nach links springen und nicht runter. Egal. Ja, wie gesagt, das hat auch früher in Assassin's Creed in den anderen Teilen viel besser funktioniert. So Sprung zu Sprung, von Wand zu Wand springen und so. Als hier, aber ja. Ich habe nicht alles bekommen, aber ist auch nicht so schlimm, weil da ist eh nicht so viel. Okay, ich muss auf jeden Fall hier rein, weil das wieder so abgesperrt ist. Volk von den Machthabenden trennt. Schon wieder. Die das Volk von den Machthabenden trennt. Hoffentlich erwartet mich der Hafenmeister nicht bereits. Hallo. Er stirbt nicht direkt. Was soll das denn? Wow. Ah, okay, ich habe Wurfmesser trotzdem bekommen. Beim anderen aber vorher nicht, hä? Egal, ab jetzt machen wir Stealth. Oh. Ah, GG's. Reingeschissen direkt. Okay, das war echt ein unnötiger Hit, den ich da bekommen habe. Okay. Boah, ich hab eine gute Idee, was ich mache.
Ich hab Bock auf Troll einfach mäßig. Guck jetzt, was mit dem passiert. Komm, beiß den, komm. Mach den. Jawohl, komm. Komm, beiß den noch einmal, komm. Dann ist er tot, glaube ich. Komm. Komm, Junge. Mach den. Twitter den, komm. Nein, was? Der schlägt ihn nur. Wieso schlägt er ihn? Beiß ihn doch. Beiß ihn, komm. Spring auf ihn. Jawohl. Er hat ihn geholt. Die sterben, die werden sterben. Die sind so viel schlechter. Komm, holt den weg, komm. Da rechts ist auch noch einer drin. Oh nein, die haben den umgebracht. Der eine ist tot. Oh oh. Ist noch einer am Leben von denen. Komm. Der holt das Ding. Der klatscht das. Komm. Big Klatsch. Komm. Spring. Nein. Der Arme. Egal. Komm, ich räche euch. Komplett veraimt. Aber ist egal. Hä? Er hat mich doch entdeckt. Egal. Alles gut. Habe ich ehrlich gerade richtig reingeschissen. Wie kann man so veraimen? Naja. So, jetzt. Moin. Ich weiß, wo der Hauptmann ist. Und zwar der Hauptmann ist jetzt hier oben. Und der wird jetzt sehen. Denkt er, hier ihm passiert nichts, ne? Denkt er, er wäre sicher hier, ne? Tja, das war's mit dir, Kollege. Mi. Ich finde, die Zeit ist manchmal viel zu kurz, die man hat, um nochmal ein Attentat danach zu machen. Die sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Ah, stimmt. Ich muss noch kurz hier. Dürstet es euch nach Wissen? Ja, komm, mach mal. Wir haben genug Münzen. Taten sind maßlos übertrieben. Bringst du jene zum Schweigen, die mich verleumden? Was ein Schmuck. Der will immer bestochen werden. Egal. Ich habe eh genug Münzen gehabt, deswegen war es nicht so schlimm. Was? Man kann einfach so auf dem Dach. Ich kann einfach so auf dem Dach sein? Oder dass er was macht? Hä, ja, du Schub. Der schubst mich. Ja, Junge. Hä, wieso kann man nicht runterschubsen? Hallo? Nein. Egal. Könntest du mit dem machen? Ey, ich will doch da. Jawohl. Da guckt ihr dumm, ne? Da guckt ihr dumm, ne? Da guckt ihr dumm, ne? Oh mein Gott. Hä? Der hat doch gesehen, wie ich den vor dem abgestochen habe. Der macht nichts. GG's. Nein. Egal.
Ist doch nicht egal. Ich dachte, ich werde full durch die Kills, aber wollte ich nicht. Egal. Ich habe keine Wurfmesser mehr und ich habe gar nichts bekommen über die Leichen. Ach, egal. Ich mache jetzt die Hauptmission. Ich wusste aber nicht, dass man einfach auf dem Dach da chillen darf. Früher durfte man nie auf den Dächern chillen. Da waren immer Wachen und die haben dann gesagt, sowas wie, du sollst runtergehen und so. Du durftest gar nicht oben sein. Und jetzt plötzlich, man darf auf Dächern sein. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass sie das jetzt so geändert haben, aber interessant. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ah, es hat doch funktioniert. Ich dachte erstmal, er macht da nichts, weil ich so schnell vorbeigerannt bin. Nice, jetzt bin ich full. Da vorne ist nochmal so eine Ausrüstungstruhe. Die hole ich mir auch noch. Die sind ja eh, ja, die ist ja eh bei der Mission. Ist direkt daneben, also passt das. Okay, es hat sich gar nicht gelohnt, hier hochzuklettern. Egal. Ein Wurfmesser war drin. Oh mein Gott. Ein Wurfmesser nur. Wow. Krass. Und die Chest ist hier irgendwo unten drin. Okay, da komme ich noch nicht rein. Oder nicht von hier zumindest. Ich gehe nochmal kurz auf die andere Seite. Es muss doch irgendwo hier sein. Es muss irgendwo ein Fenster sein, wo ich da hin kann. Aha, hier oben ist auch nochmal was. Es war nur eine kleine Chest, aber egal. Die hole ich mir trotzdem. Egal, vielleicht im Verlauf der Mission, vielleicht werde ich dann da reinkommen und dann kann ich das looten. Da unten ist auch nochmal so eine kleine Chest. Ist wahrscheinlich so eine Ausrüstungschest wieder. Geht doch nicht. Egal. Jetzt gehe ich zur Hauptmission. Kong, ich hab. Wer da? Sag schon. Ich bin bewaffnet. Ich bin es nur. Ah, der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen. Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich hab nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse, der Erinnerung wegen. Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid. Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Das Artefakt? Eine Fremdling. Ich call, das Artefakt ist das, was wir ganz am Anfang, was man ganz am Anfang hatte, als wir mit der Freundin, diese, wie heißt die nochmal? Boah. Niha oder Nibal oder wie die heißt, keine Ahnung. Dort waren und da hatten wir doch dieses Teil da, also da hatten wir dieses Teil da in der Hand. Und da wurde uns das ja abgenommen. Und wurde rausgetrieben oder irgendwas da passiert. Und dann wahrscheinlich ist es genau das Artefakt, das die über worüber die reden. Ich wetten. Ups. Eine Haarnadel.
Sie scheint wichtig zu sein. Okay, doch nicht. Ich muss herausfinden, warum. Dann ist es das unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink. Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Und jetzt? Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Manchmal ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion. Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. Jemand Einflussreiches sucht nach der Haarnadel, doch sie ist ihm durch die Finger gerutscht. Nun ist die große Auktion die letzte Gelegenheit. Ich folge am besten dem anderen Hinweis. Okay. Oh nein, ich glaube, ich konnte die ganze Zeit schon direkt die andere Mission machen. Egal. Ich mache das trotzdem. Also, ich habe es trotzdem gemacht. Ich würde es auch trotzdem so machen. Weil er hat von der Story einfach mehr Sinn gemacht, dass man dem erstmal folgt, so. Was die Charaktere mal geredet haben und so. Jetzt gucken wir mal kurz. Was machen wir hier? Ach, ich kann ja die zwei machen, ne? Ja, gut, dann macht das ja hier mehr Sinn. Was ist hier eigentlich jetzt? Aha, man kann jetzt auch rote quasi kontern. Rote Attacks, okay, Fokussteckung. Aha. Okay. Tüffler, du kannst eine zweite Hilfsmittelverbesserung von Rang 1 fies. Ah. Ich kann dann zwei Sachen auf einmal nehmen vom ersten Rang. Boah, das ist auch krass. Was gibt's hier noch? Okay. Okay, da muss ich nicht immer Artlauge benutzen. Boah, es wird schon sehr, sehr geile Buffs. Nein, ich wollte das doch noch wegmachen. Ah, ich hab's wegbekommen. Da müsste noch was hier im Inventar neu sein. Ah, in der Tasche ist ja klar, weil hier sind immer neue Sachen gefühlt. Okay. Dann gehe ich jetzt mal die Hauptmission machen, ne? Achso, das war ja noch nachgeholt von meinem. Mehrfachigen Attentat. Hä? Ich wollte es eigentlich gar nicht machen, aber egal, ich räume hier jetzt einfach auf, ne? Nein, Spaß mache ich nicht. Wollt die befreien hier? Okay. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem.
Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad-Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Okay. Oha, wie weit das weg ist. Oha. Zum Glück habe ich alle Aussichtspunkte, da kann ich von Ort zu Ort richtig schnell gehen. Oha, wieso ist das jetzt so rötlich hier? Auf dem Boden. Ist das davor nicht so? Oder vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber... ich kann mich nicht daran erinnern, wie gesagt. Okay. Ups. Oha, wieder direkt welche irgendwelche Viecher kommen. Ah, wieder so ein Schmock wie gestern, so ein Kölb. Sitzt nahe eines Wasserlochs südlich von Bagdad fest. In Nähe des Wasserlochs. Ja, das wird ja wahrscheinlich dann da sein. Das ist das Einzige, was Sinn machen würde. Hier ist so ein Wasserloch mäßig. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Ja. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Ah, ich sehe keine Gegner. Ich dachte, wir wären Gegner. Wer ist da? Ich komm, Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Nur kurz hier hin, damit der Marker weggeht. Der Kopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Aber jetzt gehe ich mal den Spuren hinterher. Okay, da vorne ist was. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an. Ich würde so etwas nie tun. Sauber. Oha. Das erfordert die Kamera ist voll scheiße jetzt. Wow, Mann. Warte mal, hier ist noch ein Hinweis wahrscheinlich. Okay. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Okay. Da ist noch eine Truhe. Glaube ich, hinten, oder? Ja. Okay. Ein Beweis fehlt noch. Ein Beweis. Wahrscheinlich die andere Person hier. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause?
Ich komme aus Al-Yunnan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Ich kann nicht angreifen. Warum? Ach, ich hab eine Ausdauer wieder, Mann. Bestätigt meinen Verdacht. Meiner Treu! Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Dich lächerlich. Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Ich komm da nicht durch, weil da mein Pferd jetzt ist. Hä? Alles gut? Ja, nicht absteigen. Jetzt kann ich nicht absteigen, hä? Aha. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen, auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El-Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ha, ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El-Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhai lebt in einem Anwesen westlich von El-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Okay. Lass mich raten, jetzt muss ich den umbringen. Ja, guck. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Okay, dann gucke ich mal jetzt gleich ins Menü, ins Missionsmenü. Nochmal. Oder Missionenmenü, keine Ahnung, wie man das jetzt richtig sagt, aber ist auch nicht so wichtig. Und guck mal, was mir da noch so fehlt. Also, mir fehlt auf jeden Fall. Ein paar Leute fehlen mir noch. Auf jeden Fall, das ist klar, also. Nein, habe ich eigentlich schon umgebracht, genau. Jetzt muss ich das hier machen. Obwohl ich den Hinweis nicht gefunden habe, nein, kann ich schon die Mission machen. Das ist ja komisch, wahrscheinlich, weil ich die andere Mission... Ich glaube, wenn man die andere Mission gemacht hätte, davor erst,
Oder irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Oder man konnte, wenn man das andere nicht gemacht hatte, konnte man auch das machen und das dann so herausfinden durch den anderen Hinweis halt. Aber ja. Also den muss ich noch umbringen und dann wird hier noch einer sein. Zu 100%. Oder sogar mehrere, wie halt hier. Und dann wird hier halt noch, das ist halt der Hauptcharakter, ne? Der Main-Charakter. Also, 3 inklusive den hier halt noch. Sonst nur 2 bisher. Und eventuell mehr, die ich umbringen muss. Okay. Und dann bin ich durch. Ich ziehe mich kurz an den hier voll. Ich verrempel die kurz extra an. Aber die greifen mich nicht an, hä? Greif mich doch an. Was, der brettert? Ich wusste ja nicht, dass er brettern kann, wenn man dem den Fuß wirft. Alles klar. Jetzt wurde ich zwar nicht komplett full, aber egal. Steuereintreiber einen Besuch. Wo ist der Typ? Wo ist der? Mir fällt gerade ein, ich habe die andere Ausrüstungstruhe nicht bekommen. Weil ich ja jetzt bin ich hier gerade drauf gekommen, weil ich ja auch hier bin und hier ist auch eine Ausrüstungstruhe. Aber egal. Ja, ich stehe wieder während der Animation. Egal. Ja, perfekt, jetzt bin ich wieder full. Gar nicht, ich will die Ausrüstungstruhen irgendwann mal offstream oder off, also wenn ich durch bin einfach mit dem Spiel, wenn ich Bock drauf habe. Da gibt es ja immer was zu machen, was man noch so machen kann. So eine Mission oder so. Deswegen, ja. Guck, jetzt habe ich nur eine Waffe bekommen, nicht zwei, nur weil ich ihn mit dem anderen nicht umgebracht habe. So komisch. Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Ich will jetzt nach unten zu deinem Chest. Wie komme ich da hin? Aber der Typ hat einen Schlüssel, wie es aussieht. Hä? Ich will ihn doch töten. Jetzt geht's. Und jetzt springe ich durch die Wand. Alles klar. Ach, egal. Bleibt die einfach so jetzt. Nein, ich wollte hier keinen Hit kassieren. Ach, jetzt konnte ich nicht mal mehr kontern, weil ich gerade keine Ausdauer hatte. Ja, das war mich nicht komplett voll, habe ich mir schon gedacht. Egal. Ah, hier kommt noch Essen. Perfekt. Wo bleiben die denn? Sie sollten längst mit dem Geld zurück sein. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Kopf, wenn wir nicht liefern. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Köpfen ihr Geld abzunehmen. Die Steuer wurde bezahlt. Der Steuereintreiber arbeitet ja nicht allein. Jetzt ist er tot. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch.
duftet. Nach Rosen. Und Eisen. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Lieber verborgen bleiben. So, jetzt 2 Fähigkeitspunkte bekommen. Mit denen kann ich sowieso, glaube ich, nichts machen. Ich müsste, also, ich guck mal kurz, aber ich denke, ich kann damit eh nichts machen. Ja, okay. Ich habe bald alle Hinweise. Noch das hier. Und dann halt noch die Kreise außenrum um den einen. Und hier, wie gesagt, ja, kann ich nichts freischalten. Bisher. Ich würde das hier freischalten, tatsächlich. Das nächste. Als nächstes, weil es bringt mir halt am meisten im Kampf und so. Weil dann kann ich immer kontern, bei jedem Schlag. Und das ist schon sehr, sehr nice. Ich muss halt von oben rein, stimmt. Ah nein, ich muss von der anderen Seite rein, da reinrutschen. Oder? Ah nee, doch von oben. Ja, bei manchen ist es so und bei manchen ist es so. Das ist immer anders irgendwie. Genau. Egal. Ehrlich, bei mir egal, ne? Immer wenn was irgendwas ist, egal. Obwohl es eigentlich nicht egal ist, aber. Egal. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. So, wenn ich schon hier bin, kann ich direkt mal die Sachen auffüllen. Nicht wie letztes Mal. Und hier vielleicht ein paar Upgrades machen. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Sei mein Gast. Okay, ich kann doch nichts upgraden. Vielleicht kann ich was freischalten. Welche neuen Wunder habt ihr geschaffen? Sieh dich um. Ah, nee, ich hab ja auch schon alles. Ja, okay. Sonst noch was? GG. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Bis bald. Okay, nice. Dann habe ich hier auch schon mal alles abgecheckt. Dann geht's jetzt weiter.
waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Schweigen ist besser für die Weisen und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Meinst du, wir brauchen Glück? Okay. Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Dairat al-Mal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch. Und locke dich aus den Schatten. Den Schatzmeister an der Spitze von Alkos. Mhm. Okay. Schön, den Bazar wieder so belebt zu sehen. Die Händler bei dieser Auktion verkaufen nur die feinsten Gewürze. Da vorne ist eine Person, mit der ich darüber sprechen kann, wie es aussieht. Basim, komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hä? Du musst wissen, kleiner Fink, die Dairat al-Mal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von El-Kach, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Aha. Klaut der wieder hier was? Der Typ, mit dem ich schon vorher gesprochen habe. Von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller.
Hier ist nichts. Also ich habe zwar gerade den Weg hier frei gemacht, aber hier scheint auch nichts zu sein. Hier geht's auch noch nach draußen. Da oben. Komme ich da jetzt nach oben? Kann man hier drauf klettern? Nein. Überall nicht hochklettern, warum? Ah, hier vielleicht. Ja. Aha, hier ist eine Tür, die verriegelt ist. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das machen soll, genau. Jetzt mal. Wie kann ich die Tür von hier innen entriegeln? Vielleicht. Das ist ein Grund, wieso man hier drauf kann, oder? Ah, von hier kann man es aber nicht abschießen. Wieso geht das denn hier? Es muss ja einen Grund haben, wieso es das hier gibt. Dass man hier hochgehen kann. Das muss auch einen Grund, glaube ich, geben dafür, dass... Warte mal. Ups. Wow. Komm da hoch. Ah, Moment. Da oben sind noch diese... Hier kommt man auch nicht hoch, hä? Das ist auch einfach nur auf der anderen Seite, wo ich gerade bin. Kann ich hier hochklettern? Nein. Komme ich da hoch? Warte mal, vielleicht hier. Hier drauf, so. Das bringt mich auch nicht weiter irgendwie. Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? Hast du vielleicht irgendwas? Nee. Ich komme nirgends so hoch, ich check das jetzt gerade. Ah, warte mal. Ich könnte das hier bewegen. Aha. Gut, aber irgendwie, das bringt mir auch nichts. Da muss ich das jetzt vielleicht... Warte mal. Aha. Was? Das ist eine Lüge. Wow. Ist das krass. Oder musste ich... Oh nein, doch, das hätte sogar funktioniert, weil das wäre hier weiter offen dann. Ich hab's falsch gemacht. Aber hier oben ist noch ein. Nochmal so eine Vase halt. Sehr gut. Hä? Bro.
Wieso? Ich dachte, ich kann das da von da oben drauf werfen. Guck mal, das spawnt immer eine Vase. Da ist wieder eine gespawnt. Ich habe mir gerade schon gedacht, wenn ich runtergehe, wird wieder eine kommen, weil ich wusste, davor war eigentlich hier nichts. Also, ich war mir sicher, meine ich. Ich wusste es nicht, aber ich war mir sicher, dass hier nichts war eigentlich. Deswegen. Und jetzt plötzlich wieder gespawnt. Wahrscheinlich, weil man die halt auch unbedingt. Also, man braucht die halt für die Mission wahrscheinlich. Deswegen. Okay. Kann ich das jetzt, wenn ich das jetzt hier durchschieben kann, ist alles gut. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ja, okay, doch, dann hätte ich das wirklich so machen können von Anfang an. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mich das jetzt wirklich hochbringt, also ob das reicht. Da auf jeden Fall, doch, das wird funktionieren. Hier wird es mich auf jeden Fall hochbringen. Ach komm, jetzt hör mal auf, Mann. Jetzt muss ich extra. So. Jawohl. Solche Rätsel sind manchmal nice. Natürlich hat Kong so einen Teller. Aber manchmal fucken die echt ab, solche Rätsel. Dann jetzt, was er über den Schatzmeister manchmal können die schon echt nerven, wenn die so kompliziert sind, man weiß gar nicht weiter. Auf den Dächern vor. Okay, damit ich für später schon mal hier durch kann und nicht wieder so komisch verquickt hier rumklettern muss. Mach ich einfach jetzt hier auf. So. Und jetzt. Gehe ich hier weiter. Hallo, hallo! Komm mit nach oben und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Ja, gleich, jetzt noch nicht, okay? Jetzt noch nicht. Ich muss kurz hier dem Typen seinen Teller geben. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal, hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Dairatal Mal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, komm. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Okay. Schon mal ein sehr starker Call. Sehr starker Call. Was so. Hast du in Bagdad noch nie gesehen? Artefakte aus dem fernen China, nur hier, sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ach, eisig Schnabel. Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Okay. Aha, das sind wahrscheinlich die zwei Damen hier, ne? Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der Schatzmeister. Ach so, ich muss die belauschen. Hey, wohin geht der Typ? Hallo, setz dich doch hier hin. Das kann man nicht beschleunigen, Sayyidati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig.
Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kimar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn 3 Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Saidati, gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Saidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Friede sei mit dir, Saidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Saidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich Kina. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duft interessiert. Wie es aussieht dann. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Saidati. Das ist also eine Frau, wie es aussieht, der Schatzmeister, oder wie wird die Person genannt? Der Schatzmeister ist also eine Frau. Schatzmeister. Und ihr Name ist Ning. Ja. Die Auktion sollte bald beginnen. Gehört habe, meine ich. Okay. Der ist Ning. Das ist sehr interessant. Willkommen. Friede sei mit euch. Yassas, ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat al-Mal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, 2. Nun, zum ersten, zum zweiten. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an.
Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in Da ist die Frau. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Da, noch ein Dritter. Ha? Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Niemand? Dann verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nur dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Aha, aha. Das gefällt ihr nicht. Sie wird kommen und jetzt. Wir danken jetzt euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat al-Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Arme. Jetzt gibt's Big Beef mit der. Mit der Schatzmeisterin, geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Ja, wieso kann ich nicht einfach die Nadel zeigen? Der, die wollte doch die Nadel haben. Jetzt muss ich noch mal was anderes suchen. Was soll ich jetzt machen? Zeige mir alles. Ich gehe da jetzt mal nach oben. Ich dachte, es wird einfach Big Beef geben und uns vorbei, aber natürlich muss man jetzt noch hier was suchen, ey. Egal, dann machen wir das jetzt kurz. Schlüssel für eine Räubertruhe auf dem Dach bekommen. Okay. Okay, wo ist jetzt eine Truhe auf dem Dach? Da. Aber ich glaube, das ist nicht die, was die... Also ich glaube, das war nicht die, die man braucht. Für die man den Schlüssel braucht. Da vorne ist auch nochmal eine. Okay, das ist hier so eine Werkzeug.
Kiste. Da unten will ich halt rein. Ich will ja diese Ausrüstungsgruppe. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Wie komme ich denn da hin? Da ist ein Typ, mit dem kann ich reden. Okay. Vorne. Ist der Typ. Oder die Frau. Ist eine Frau. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch. Bei allem Respekt. Damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört. Ah, welch Verschwendung meiner Zeit. Hallo. Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Reicht das für ein paar Informationen? Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. Hallo, Gewürze für dich? Hier ist ein Mitglied von Athia. Hey. Du noch ein Schuss. Ah, es ist ein Söldner hier. Ach so. Digga, dieser Söldner ist so ein Piech wirklich. Oh mein Gott, das hab ich mich hinbekommen. Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. So, jetzt sehe ich die Hauptmission weitermachen. Wie jetzt? Was ist das hier? Wieso kann ich da nicht hoch? Hallo? Jetzt kann ich nicht mal weg. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Es ist mir egal, was ihr tun müsst. Verbrennt sie oder tötet ihre Hunde, wenn es sein muss. Verstanden, Sayid.
Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Ups. Friede sei mit dir. Nun schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Mach auf, komm. Mach auf. Ah, danke. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so was für eine Ehre an einem Ort gesehen. Dass ich die gleich umbringe, weil das so eine Ehre. Und da oben ist auch die Chest, die ich haben will. Ich frage mich, ob du wirklich der Kenner bist, für den du dich ausgibst. Okay, sofort. Muss warten, bis sie rauskommt. Achso. Was bist du, wenn ich jetzt hier alle umbringe einfach? Weil ich kann ihn ja umbringen hier. Und die anderen davor auch. Was ich erst mal mache? Nach oben erstmal das hier looten, damit ich das schon mal hab. Zeige ich Schatzmeisterin die Haarnadel. Und dann wird gefightet. Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Jetzt abstechen mit der Klinge. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun... Ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen, man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Tja, vorbei. Weg mit dir. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie,
Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Jetzt ist es wieder ein bisschen weird. Okay, das ist schon mal sehr komisch, dass es überhaupt zweimal da war, aber dass das jetzt passiert. Okay. Fuck, Junge. Wieder. Der Djinn. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Die Schatzmeisterin. Sie ist tot. Hilfe. Die Schatzmeisterin wurde ermordet. Was? Digga, ich hab extra so gewartet und hab extra noch L2 geswimmt danach. Als ich den roten Attack schon gesehen hab. Der hat nichts gemacht. Ich wollte mich extra nicht healen. Ich wollte extra auch noch warten auf den Konter. Und dann hab ich gesehen, dass der einen roten macht. Und dann hab ich den gar nicht mehr kontern wollen. Ey, Mann. Die Schatzmeisterin wurde ermordet. Stirb. Hä? Ah, ich muss die ich muss die Rolle drücken, wenn die roten Attacks kommen wahrscheinlich. Um die zu kontern. Ja. Okay. Hä, wie ist die andere hier gestorben? Ach, egal. Okay. Ah, lohnt sich eh nichts. Für diese 100 Meter. Ah, okay, man kann hier auch drunter sliden. Oder halt hier entlang. Ach, keine Ahnung. Egal. Basim. Wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nein, nicht. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Okay. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ja, ich hab's nicht gesehen, weil ich hab's nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo du es mir geschickt hast. Ich habe auf Discord gesucht, ich hab's da nicht bekommen. Ich bin auch nicht sicher, ob du meinen Discord überhaupt hast. Auf Twitch habe ich geguckt, hab's nicht bekommen. Und ich habe auf Twitter noch gesucht. Dort habe ich es auch nicht gefunden. Also auch nicht bekommen. Ach, du hast es in Twitch-Chat geschrieben. Ah, ich dachte, du hast mir die DM geschrieben auf Twitch.
Eine Direktnachricht einfach, weißt du? Okay, warte dann. Kannst du nochmal das entweder nochmals in den Twitch-Chat schicken, dass ich das halt, dass ich den Link mir save, oder kannst du einfach mir das per Dings schreiben, per Nachricht an über Twitch einfach? Per Flüsternachricht? Kannst du das so machen? Geht das nochmal, oder? Falls nicht, ich kann auch in den letzten Stream reingehen, aber da muss ich halt suchen, wo das genau war. Das wäre sehr korrekt von dir auf jeden Fall. Dann schaue ich es mir auch an. Aber nicht jetzt halt, natürlich. Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Okay, danke. Oh oh. Was passiert jetzt? Das hört sich sehr, sehr komisch an. Ruhig, Basim. Ich bin da. Nihal ist da. Hä? Ich dachte jetzt. Okay. Basim. Hä? Langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ach, ich bin wieder in dem Haus hier. Bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Hä? Die aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger, nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Okay. Oh, das ist sehr interessant. Ah, das war gestern also der Link. Ja gut. Deine Nachricht ist ausgesternt bei mir. Ich sehe nur 3 Sterne. Das war gestern auch so und ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, du hast dich da verschrieben oder so. Jetzt erklärt es ja auch, wieso ich gestern da nichts gesehen habe. Weil ich dachte, ich hätte es vielleicht übersehen, den Link. Ich dachte vielleicht, also wir haben zu viel über ein anderes Zeug noch geredet und dann hast du andere Sachen geschrieben und dann hat sich ja der Chat logischerweise verschoben. Und dann habe ich gedacht, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber, also halt, wo das war nochmal und so. Aber jetzt sehe ich gerade, das sind nur 3 Sterne. Das liegt daran, weil ich habe Link Protection drin, glaube ich. Ich bin mir nicht immer mehr sicher, ob das jetzt von Twitch ist oder von dem Bot. Du kannst... Guck mal, wir machen das mal so jetzt. Ich weiß nicht, bist du gerade auf dem Handy, auf dem PC? Wo bist du gerade? Oder Laptop meine ich halt, weil du hast ja kein PC, soweit ich weiß. Also auf jeden Fall sehr interessant, was gerade hier passiert. Also so... Die hat schon recht eigentlich. So, wieso fragt er denn nicht die Assassinen so, warum die eigentlich in die Truhe, also warum die Truhe wollen? Warum wollen die da den Inhalt? Das ist schon interessant eigentlich. So. Ja. Einer macht hier krasse Musik. Yo. Jetzt habe ich die gestört. Mach weiter, komm. Mach, komm. Mach weiter Musik. Spaß. Handy? Okay, dann ist ein bisschen scheiße. Sonst hätte ich halt gesagt, kannst du kurz mal in Discord reinkommen, joinen und dann mir einfach auf Discord das schicken. Aber Handy ist halt ein bisschen, man weiß nicht, bisschen vielleicht unangebracht.
Es sei denn, also willst du dem Discord überhaupt beitreten? Wenn du dem Discord beitreten wollen würdest, dann würde ich sagen, dann kannst du den beitreten und dann mir das dort einfach schicken. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das von Twitch aus ist oder vom Bot und ich müsste das jetzt erstmal suchen und. Ja. Ist ein bisschen nervig sonst. Oder wie gesagt, du schreibst mir eine Flüsternachricht auf Twitch. Wenn du. Ich weiß nicht, wie man das auf dem Handy genau macht. Auf dem PC ist es sehr, sehr einfach, eine Flüsternachricht zu schicken. Ich kann dir jetzt auch eigentlich eine schicken. Nur ich weiß nicht, wie das halt auf dem Handy ist. Deswegen gucke ich mal kurz. Doch, du kannst. Guck mal. Ich schicke dir eine Nachricht mal, okay? Ich schicke dir mal eine Nachricht. Hörst du mich noch? Ah ja, okay. Doch, alles gut. Also, ich schicke dir mal eine Nachricht. Auf Twitch. Und dann erkläre ich dir, wie du zu den Nachrichten kommst und mir dort einfach dann eine Antwort draufschreiben kannst. Ich schreibe einfach jetzt Hi. Ich habe dir Hi jetzt geschrieben. Als solltest du auf dem Handy in Twitch eine Nachricht bekommen haben, als Flüsternachricht. Und dann siehst du, wenn du in dieser App bist, ne? App bist, hier oben in der Zeile jetzt, direkt, müsstest du jetzt eine Nachricht bekommen haben. Also rechts ist ja das Postfach und links daneben ist ja, halt sind da so Flüsternachrichten. Und da habe ich dir jetzt gerade, wie man hier sehen kann, eingeschrieben. Und da kannst du mir das dann schicken. Also, das nochmal kurz. Besser. Also hier oben ist jetzt die Leiste. Da steht auch gerade, dass ich live bin und so. Und da ist ja neben, also dieses Symbol hier, warte. Dieses Symbol hier, was hier ist. Das hier, wo mein Finger gerade drauf zeigt, genau da. Da drückst du drauf. Ups, das war daneben, das war falsch. Das, und dann siehst du so Chats und dann kannst du halt auf den Chat von mir gehen und dann kannst du mir dort den Link schicken. Wenn du Hilfe brauchst oder so, dann sagst du Bescheid. Da musst du auch jetzt nicht extra mal ein Discord beitreten oder so, wenn du das nicht willst. Und ja, weil sonst ist es ein bisschen scheiße jetzt. Weil wie gesagt, den Link und so, weiß jetzt nicht, wie ich das machen kann. Auf die Schnelle müsste ich jetzt erstmal suchen gehen, das will ich nicht. Deswegen, ja. Aber dass es ausgesternt wird, ist auch ein bisschen komisch, bin ich ehrlich. Ich guck doch nochmal kurz bei Twitch, weil normalerweise müsste es seine Nachricht einfach löschen und nicht aussternen. Weil dann könnte ich die Nachricht, die gelöscht wurde, selber lesen und aufrufen und könnte dann den Link halt, ja, den Link halt kopieren und so. Also, dann gucken wir kurz. Moderation. Hier links blockieren. Der Chat deines Kanals löscht automatisch URLs, die nicht von dir selbst. Okay. Ich habe Link Protection auf jeden Fall auf Twitch an. Bei dem Bot habe ich Linkschutz. Entfernt Nachrichten mit nicht erlaubten Links. Okay, da muss ich das hier mit den Links ausmachen auf Twitch. Damit nicht doppelt hier gefiltert wird. Dann hier Linkschutz. Benutzergruppe ausschließen, VIP. Genau. Okay. So, jetzt müsstest du es reinschicken können. Schick's mal jetzt nochmal rein. Niklas, wenn du mich gerade hörst, jetzt schick's nochmal hier in den Chat. Wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich nicht. Es muss jetzt gehen. Also, es wird wahrscheinlich eine Nachricht kommen, dass du keine Links schicken sollst. Und da werden Nachrichten von dir gelöscht. Aber ist nicht schlimm, weil ich kann den Link dann trotzdem kurz einsehen. Und dann kann ich den Link trotzdem kopieren. Also, das passt. Ja. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig.
Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Ist es von atech.de? Und hat 16.300 Abonnenten haben die, ne? Ich glaube, ich habe das. Also das müsste jetzt das gewesen sein. Ja, doch, das wird das sein. Okay, ja, danke. Danke, danke. Schaue ich mir dann nach dem Stream an. Seine Vätern verwalten das Land. Oder bis morgen zumindest halt. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Story noch geht. Die wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen, weil ich bin jetzt beim letzten. Ich müsste die letzten umbringen. Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Also, ich will eigentlich jetzt nicht mal weitermachen, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil wenn es jetzt nicht mehr so lange dauert, würde ich es auch direkt einfach durchspielen jetzt. Die geht bloß 15 bis 20 Stunden. Ich weiß, die geht nicht so lang. Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht mal so schlecht. Nur das Ding ist, ich weiß es halt nicht, weil ich habe halt natürlich nicht nur Story hauptsächlich gespielt in dem Spiel. Also schon, aber nicht nur. Und ich weiß es halt nicht, wie lange diese ganzen Missionen hier dauern, ne? Deswegen, ich würde jetzt sagen, ich höre jetzt erstmal auf, ja? Ich lasse es erstmal so stehen und ich mache morgen, wenn ich komme, weiter und dann spiele ich den Rest durch. Ich glaube, den Rest werde ich morgen durchbekommen. Genau, genau. Deswegen, ja. Das dauert ein bisschen und ich möchte nicht, dass es jetzt zu lange wird noch, weil ich möchte nicht zu lang an einem Tag, also kann man schon machen, aber möchte ich nicht, weil, ja, ich habe jetzt nicht mehr so die Lust und Laune, sage ich mal. Ich finde das immer nice, wenn man so 2-3 Stunden spielt und danach Pause macht und dann nächsten Tag, ich feiere das mehr, da hat man mehr davon, als jetzt, wenn man das nur durchrusht. Und jetzt ist eigentlich sogar perfekt. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte hier und jetzt... Es ist perfekt eigentlich für so morgen einen 2-Stunden-Stream, denke ich. Dann würde ich das hier durchspielen und dann perfekt. Dann habe ich das, dann habe ich perfekt noch einen Stream und dann ist aus. Ach so, noch 5 weitere? Gut, dann haben wir sogar noch mehr. Dann muss ich gucken, wie ich das einteile. Aber ja, okay, dann mache ich, dann entbinde ich das. Dann bin ich jetzt hier fertig. Das erste. Okay, nice. Wusste ich, okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das jetzt noch so lange dauert, aber okay. Oh, jetzt habe ich die Verkleidung bekommen. Okay. Boah, die sieht auch auf jeden Fall sehr nice aus. Die werde ich jetzt erstmal demnächst spielen, glaube ich. Okay. Okay, dann habe ich wahrscheinlich noch morgen einen Stream und übermorgen, wenn du das so sagst. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall war das bisher sehr, sehr nice. Es hat wirklich wieder richtig Bock gemacht. Nur wie gesagt, langsam ist halt so wieder so, ich will was anderes machen. Und deswegen, ja, wäre das jetzt nicht so optimal, einfach jetzt weiter zu spielen. Auf Krampf. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich jetzt eh am Ende bin, schon. Sehr nah. Und ja, dann habe ich perfekt für morgen und übermorgen noch einen Stream wahrscheinlich. Und dann sind wir fertig. Dann sind wir durch. Und ich bin froh, weil ich wollte das Spiel unbedingt durchspielen.
weil das Spiel ist an sich nicht schlecht und ich werde es auch wahrscheinlich, wenn ich es durch habe, ab und zu trotzdem noch ein bisschen zocken. Wenn ich im Stream, dann bisschen privat einfach so looten und so Zeug, da habe ich schon Bock drauf. Deswegen, ja, sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal kurz, wie viele Spielstunden habe ich denn jetzt? 16 Stunden 40. Okay, ja. Hä? Hallo? Was? Wieso ist das weg? Hä? Was? Boah. Wieso wurde das eine gelöscht? Ach, jetzt ist beides wieder da. Hä? Okay, das kann irgendwie nicht online gespeichert werden, wie es aussieht. Irgendwie hat es ein bisschen Probleme. Wir gehen mal zurück zum Titelbildschirm. Ich werde nicht in den Titelbildschirm kommen, weil letztes Mal ist es gebuggt. Okay, nice. Aha. Habe ich kein Internet mehr oder was? Ich habe Internet. Okay, ich habe ja noch Autospeicher, also es ist nicht so schlimm eigentlich, aber ja. Das müsste schon passen, was hier ist. Okay, dann bin ich jetzt hier fertig. Doch. Auch, also tut speichert schon automatisch. Nur ich habe bei den Spielständen, also im Spiel habe ich das so gemacht, dass ich die automatisch eigentlich immer lösche. Deswegen. Aber das tut das auch. Also siehst du ja auch automatisch gespeichert. Und das war jetzt vor einer Minute von der Spielzeit her. Unterschied oder zwei. Das tut das schon, ja. Nur halt das Multiplayer ist gerade, also mit der, nicht Multiplayer, mit dem Online-Service, weil man kann ja das Spiel, das haben die auch gut gemacht, das war bei den anderen Assassin's Creed davor nicht so. Wenn ich das Story auf dem PC, vor allem, ich spiele ja nicht auf dem PC. Ich spiele ja auf einer Konsole. Ich spiele auf Xbox. Oder, warte mal, da kann ich es ja gar nicht sagen. Ich habe gerade selber vergessen, dass ich nicht auf PC spiele, weil ich habe meinen Kanal nicht geswitcht und ich switch eigentlich immer meinen Kanal am Monitor und ich mach das jetzt seit neuestem nicht mehr. Deswegen kam mir das gerade so selber vor, dass ich als würde ich auf dem PC spielen. Digga. Egal, ob das auf dem PC speichert oder nicht, auf jeden Fall, man kann ja jetzt, zum Beispiel, weil ich ja jetzt auf Konsole spiele, kann ich auf dem PC, wenn ich das Spiel hätte, die Story weiterspielen. Und das haben die halt neu gemacht, früher ging das ja nicht. Das finde ich sehr, sehr gut, dass sie das so gemacht haben, weil natürlich ist es halt nice, wenn man es doch angefangen hat auf der Konsole und dann auf dem PC spielen will, was auf dem PC zum Beispiel auch hat und die Grafik halt auf dem PC oder die FPS, die kann man halt besser einstellen und dann kann man halt da spielen und auch weitermachen. Ich habe voll vergessen, dass ich gerade selber nicht auf dem PC spiele. Ich habe gedacht, ich spiele auf dem PC, weil ich halt, wie gesagt, ich habe meinen Monitor nicht geswitcht, Modus. Durch OBS die ganze Zeit, also durch die Elgato von mir. Aber ja, okay. Was machen wir jetzt? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht.